Guten Tag und willkommen zu dieser Folge von Get Tribbled. Wir spielen heute eine Runde Skywars und derweilen rede ich mit euch über den Beef von Tanzverbot und Apo, wer ist dieser Apo? Meine Schuhe sind red. Schwebekraft. Den brauche ich, okay. Jetzt habe ich den Pfeil ausgewählt, jetzt sollte der Schwebekraft bekommen. Jetzt steigt er nämlich langsam auf. Und jetzt schießen wir ihn zur Seite. Zack! Nice, Alter. So treibt man die Leute aus ihrer Deckung. Das ist das Geile an der 1.9, diese Pfeile. Den habe ich jetzt zum ersten Mal gescheit genutzt. So, da drüben steht noch einer, wenn ich den treffe. Der ist auch ganz nice. Okay. Ja, fängt gut an, Leute. Ich bin nämlich wie immer nicht eingespielt. Naja, okay, heute eine Runde habe ich davor gespielt. Nice! Alter! Dafür, dass ich gerade erst angefangen habe, sind meine Bowskills echt auf einem guten Level. Jetzt werde ich wieder Camper genannt. Ach nein, das ist der andere. Okay. Das sind die richtigen Enchantments. Schutzhelme aufeinander. Und den kann ich jetzt nicht mehr drauf machen. Und geht das vielleicht noch? Nein. Okay. Aber wir haben sowieso schon ziemlich geiles Equipment. Das liebe ich an OP Skywars. Ich bin nämlich einer von den wenigen Leuten, die hier den Amboss benutzen. Und mit dem Amboss kannst du so krass geile Waffen dir holen. Während die anderen alle mit ihren Knechtlappenwaffen spielen müssen. Nice! Alter, was ein Shot. GG. Ich glaube, ich habe 4 Kills oder so. Also auf jeden Fall eine nice Runde, Leute. Dann kann ich jetzt gleich anfangen, mit euch darüber zu reden, über unser Thema zu reden, nämlich der Beef zwischen Apo, wer ist dieser Apo, meine Schuhe sind red und Tanzverbot. Tanzverbot, den kennt ihr vielleicht, der hat sich in letzter Zeit auf 100.000 Abos hochgefarmt, Respekt an ihn. Der hat Beef begonnen mit Master Scorpion und so, das ist halt so ein dicker Berliner, vielleicht so 19 oder so. Am Anfang war er noch recht primitiv, jetzt ist er ein bisschen hochwertiger geworden von seinem Verhalten auf YouTube. Und er will halt die YouTube-Szene revolutionieren und meint so, er kämpft gegen die schlechten und bösen YouTuber. Ich weiß jetzt nicht, wie viel er da wirklich revolutionieren wird, aber ich finde seinen Ansatz ist gut. Er hat was gegen Clickbaiting und so. Vor allem regt es ihn auf, dass mit seinem Namen geklickbaitet wird? Keine Ahnung. Und der denkt auch, ich check's nicht. So, jetzt kommt der andere Kerl hierher. Leute, es bilden sich schon erste Fans. Ihr seht's hier im Chat. Franco GT, wo ist der? Leute, der ist sogar unser Nachbar. Wie geil, Franco GT. Franco Get Tribbled, Leute. Ich bin halt so Famer, oder die ersten Leute. Die ersten Fans von mir benennen sich schon nach meinen Erfolgsformaten. GT. 14 Pfeile habe ich, das reicht, um Franco GT zu töten. Franco Get Tribbled. Batz, weg mit dir. Musst halt noch ein bisschen lernen, bis du ein richtiger Tribble wirst. Aber für den GT-Titel reicht's schon mal. Wenn ihr euch auch GT in den Namen schreibt, das wäre richtig cool. Leute, ihr könnt mir sogar, ich bezweifle, dass das jemand machen wird, aber wenn ihr zu viel Zeit habt, könnt ihr gerne auf Timolia gehen und bei Jump World eine Map bauen. Dann schreibt bitte GT rein. Schreibt Tribble mit Doppel-B. Tribble. Also so, wie man meinen Kanal schreibt. Und wenn ihr wirklich eine macht, dann suche ich in der nächsten Zeit und dann kommt extra für euch eine Folge auf diesem Kanal. Aber ich glaube nicht, dass es einer machen würde. Es ist auch nicht allzu wichtig. Wäre nur ganz lustig. So, weiter mit dem Thema. Ich glaube, über ApoRed. Zack. Nachdem ich euch Tanzverbot erklärt habe, ApoRed muss ich wahrscheinlich nichts erklären. Der war mal ganz erfolgreicher CSGO. Call of Duty Player. Hat er auch riesen Community und so und die waren mit ihrem Clan auf unter der Top 100 von der Welt
mit in Call of Duty und dann hat er halt mit Call of Duty aufgehört und hat angefangen, Lifestyle nennt man das, Lifestyle Fashion zu machen, also so Comedy, so, keine Ahnung, Inscope, Apo, alles dasselbe. Und jetzt hat ApoRed halt, vielleicht kennt ihr Photoshop, ziemlich erfolgreiches Lied, 8 Millionen Klicks oder so. Kennt ihr eine geheime Kiste? Ach nein, da unten ist nichts, okay. Es leben nur noch zwei. Ach so, das ist mein Endgegner. Ist der Endboss kommt, ja. Okay. Stirb. Leute, den spammen wir weg. Hä, wie easy ist es denn bitte? Ein Treffer und der ist down. Die Bitch. Ich könnte. Ich nehme 20 Minuten auf und habe schon meinen zweiten Sieg. Bei mir läuft's schon hart, Leute. GG. Aber er war nicht schlecht. Er ist richtig ausgewichen. Das hat er schon ein bisschen was von mir gelernt. Und ApoRed, der sich jetzt halt als Rapper versucht, hat jetzt ein neues Video hochgeladen, nämlich sein 1-Million-Abo-Special. Hat es nicht in den Titel geschrieben, worüber sich viele Leute aufregen, dass es sein 1-Million-Abo-Special ist. Und es heißt Everyday Saturday. Ich erzähle euch jetzt mal eine lustige Geschichte. Ich habe unter das Video geschrieben, ist nicht das alles, sind es nicht alles nur Zweckreime, weil wirklich das ganze Lied besteht nur so aus Zweckreimen. Nur, oh, ich bin der Coolste. Ende. Das ist die gesamte Message. Und dann sind halt noch so ein paar Anspielungen auf Sneakers und so eingebaut, was halt noch halbwegs zu ihm passt. Dann habe ich unter Everyday Saturday unter das Musikvideo geschrieben, das besteht alles nur aus Zweckreimen. Und dann kam halt dieses Tanzverbot. Dann hat Tanzverbot halt seinen Beef erklärt und der Songwriter von Apo rappt einfach darüber, wie geil seine Lines sind. Und er schreibt sie nicht mal selbst. Super Kevin. Und der Songwriter von Apo hatte. Von Apo. Apo braucht ein Abo. Schlecht. Der Songwriter von Apo hat dann halt geschrieben: Ja, das war ein Zweckreim. Es war schon gut. Ich schreibe noch so, sind es nicht alles nur Zweckreime in dem Lied? Und dann kommt da der Songwriter von Abo. Ja, war ein Zweckreim. Ich brauche mal ein Bo. Oh nein! LOL! LOL! Alter, wie geil hat der sich denn versteckt? Ich hasse diese Leute, die so dumm sind und sich in die Ecke stellen, um dann ihr Zeug zu holen. Jetzt sind wir full dir. Jetzt wird richtig rasiert, Alter. Aber der wird schon noch seinen Lohn dafür bekommen, sich mit dem einzig wahren Triple anzulegen. Erstmal ein paar XP-Flaschen dafür, dass er sich überhaupt traut, mit mir zu kämpfen. Da freut er sich. Ja. Genau, Hühner. Eier brauche ich. Da würde ich auch wegrennen, wenn ich mich mit einem Triple angelegt hätte. Ey, ich kann ihn doch anbrennen. Ja klar, das mache ich jetzt, Leute. Wo versteckt er sich? Da steht er. Nein! Oh Scheiße, Chichi, Alter. Das war lappig von mir. Aber auch gut von ihm, dass er bemerkt hat, dass ich in seiner Range bin. Also Apo versucht sich halt ein bisschen als Rapper, bringt so ein paar Freestyles und seine Stimme ist gut, die Kameraführung ist gut. Das Problem an dem Ganzen ist jetzt halt, dass Apo in seinem Lied Everyday Saturday eine Line hat, welche nur Zweckreim ist. Und da singt er halt, was auch zur Tanzverbots-Beef-Erklärung geführt hat. Da rappt er halt, ich bin so ein präziser Scharfschütze, hö, und schieß in deine Zahnlücke. Weil er halt so ein krasser Scharfschütze ist, das glaube ich ihm auch. So, was ist jetzt das Problem daran, dass Apo darüber rappt, dass er ihm in seine Zahnlücke schießt? Tanzverbot, der ist ein bisschen pingelig in die Hinsicht, in der Hinsicht, und hat sich angegriffen gefühlt, weil Tanzverbot hat eine Zahnlücke und dann hat er gedacht, und jetzt denkt er, dass Apo das als Beef-Erklärung rausgehauen hat. Ich schieß dir in deine Zahnlücke, Tanzverbot. Weil Tanzverbot halt einer der wenigen YouTuber ist, die eine Zahnlücke haben. Das finde ich aber total übertrieben, weil Abu hat es be bestimmt nicht auf Tanzverbot bezogen. Ich glaube nicht mal, dass Apo Red Tanzverbot überhaupt kennt.
Auf jeden Fall hat sich Tanzverbot halt gedisst gefühlt dann und hat eine Beef-Erklärung gemacht und hat jetzt gefordert, dass innerhalb von einer Woche ApoRed sich entschuldigen soll und er kennt Leute, da kann Apo nicht mehr ruhig schlafen, irgend so ein Zeug, dass er ja so tired ist und Apo sich in die Hosen scheißen würde. Er ist jetzt halt beleidigt und ich glaube, Apo kennt ihn halt nicht mal. Apo wird nichts tun. Dieses Hacker-Plugin, Alter. So geil. Man wird immer zurückgeportet, wenn man mit Schwung springt, damit man keine Fly-Hacks benutzt. Und Tanzverbot fühlt sich jetzt angegriffen und hat gesagt, eine Woche Deadline, wenn ApoRed bis dahin sich nicht öffentlich entschuldigt hat, dann wird er Beef beginnen. Und was macht jetzt ApoRed, ist die spannende Frage. Und die Antwort darauf ist recht simpel. Ich vermute zumindest, ApoRed kennt Tanzverbot nicht mal und wird einfach gar nichts machen. Und dann wird Tanzverbot halt den Beef erklären oder wie damals beim Drachenlord Beef ein Video machen, dass es eine übertriebene Reaktion war und dass er ihn eigentlich gar nicht so schlimm findet. Letzten Endes wird also nichts passieren. Guten. Danke. Ein Smoothie. Yeah. Ich bräuchte eine Facecam, dann könnte ich euch das zeigen. Ich habe einen Smoothie bekommen. Ich glaube, beim nächsten Sieg trinke ich den jetzt. Beim nächsten Rundensieg, also muss ich jetzt richtig Killer spielen. Wenn ich meinen rechtmäßigen Smoothie bekomme. Muss ich erstmal den Knecht hier fertig machen. In seine Schränken. Nice. Das ist aber keine Plörre. Diese Plörre. Mit der Kraft dieses Smoothies zerstöre ich jetzt alle. Und auf jeden Kill trinke ich einen Schluck Smoothie. Das mache ich, Leute. Das ist Highlight der Folge. Das Fazit von diesem Beef, also mein vorausschauendes Fazit, ist also, dass gar nichts passiert. Yeah, oh mein Gott. Das ist natürlich total episch, aber tatsächlich ist bis jetzt jeder Tanzverbot-Beef ohne Änderung geendet. Aber eigentlich endet ja jeder Beef ohne Änderung. Also, wenn ihr euch da besser auskennt, dann schreibt es mir in die Kommentare. Aber ich kenne bis jetzt noch keinen Beef, bei dem sich dann wirklich was geändert hat. Ich meine, mehr als Promo und Aufmerksamkeit ist es nicht. Lecker Hühnchen. Ja, schlagt nur auf euch ein. Onkel Triple kommt und gönnt sich eure Leichen! Nice! Ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von ApoRed und Tanzverbot haltet. Ich persönlich habe nur Tanzverbot abonniert. ApoRed finde ich richtig hart scheiße. Also von seinen Videos her ist es richtig schwul, wie er mit seinen Schuhen angibt, Leute. Ich weiß nicht, wie ihr das findet, aber ich bin der Auffassung, dass Schuhe eher was für Frauen sind und nicht was, worauf man stolz sein kann. Andernfalls muss ich auch ehrlich sagen, ApoRed macht kein Product Placement, ist auch nicht der allerlei Klicker als die YouTuber, also da gibt es Schlimmere. Und letzten Endes, ApoRed ist auch nicht so ein Huren, so eine Tochter einer Frau, welche mit Geschlechtsverkehr ihr Geld macht, wie Katja Krasse Bitch. Die kann ich nämlich gar nicht ab, Leute. Die ist nämlich was anderes, weil. Oh mein 30.000. Gott! Ja! Als ob! Als ob, wie gut! Junge! Ey, wenn ich das besser machen könnte, das wäre doch richtig Killer. Der schießt mich so runter und ich setz platziert so einen Block. Junge! Ich weiß gar nicht, was da drin ist. So ein bisschen Banane? Waldfrüchte, irgendwie so Himbeeren oder so. Oh nice, ich habe vergessen, mein Kit auszuwählen. Leute, ihr könnt mir gerne mal schreiben, was ihr generell von Beef haltet. Was ihr von Apo haltet, was ihr von Tanzverbot haltet.
Und dann talken wir dann ein bisschen. Ich brauche immer mein Wasser. Einmal zum einen für meinen MLG, der immer richtig gut ist. Puh. Nice. Leute. Wie kann ich den denn bitte nicht bemerken? Und ich habe nichts um ihn runter. Oh Gott, Angeln. Igitt. Das wird so widerlich. Ja, flieh vor mir, Schwuchtel. Und von der anderen Seite kommt jetzt der. Geil. Okay, der ist down. Und wie mache ich jetzt den weg? Oh nice, die kommt jetzt auch noch dazu, oder wie? So langsam wird mir das Gebiet hier zu durchwachsen. Ich gehe lieber. Und jetzt kann ich zuschauen, wie die ihn tötet. Oder ist es überhaupt eine die? Ach nein, das ist so ein Reggie. Ja, da ist jetzt stechen die sich gegenseitig ab. Und ich komme und kann abstauben. Oh fuck, er killt mich. Ja, easy. Okay, nice. Das war's für die Folge. Vorzüglich. Ich trinke jetzt noch ein bisschen Smoothie, genieße mein Leben und verfolge gespannt den Beef von Tanzverbot und ApoRed, wo sich nichts tun wird. Wie gesagt, ihr könnt mir die Sachen da schreiben, was ihr von Tanzverbot, Apo und Beef generell haltet. Und dann sehen wir uns am nächsten Triple Thursday oder Fallout Friday. Bis dahin. Ciao.